Warnungen sind eingetroffen. Das sind die nervigsten Gegner in dem ganzen Spiel, die ihr eben gesehen habt. Die russischen Panzer. Ja. Und ja, genau. Ey, was macht der denn da? Wie unfair ist der denn? Wie unverschämt. So, jetzt seht ihr halt... Ah! Was macht der denn da? Hey! Hör bloß auf. Jetzt seht ihr halt, warum ich eben meine Einheiten zurückgezogen habe, beziehungsweise in der zweiten Mission, in dem vorherigen Part, weil... Ja, es geht direkt hier weiter. So, reicht die Energie? Die Energie reicht sehr schön. So, jetzt haben wir hier ein Radar hier oben. Zeigt die Karte an. Sehr geil. Und, ja, was ist jetzt hier los? Ah, okay, der versucht... Ah, der Flugzeuge! Ah, ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das sind die russischen Flugzeuge hier. So, ich würde sagen, ich mache mit dem Trupp hier schon mal ein bisschen Radau. Geh mal dahin. So, dann kann ich nämlich... Kann ich Flak bauen? Nee, kann ich dann hier diese Raketentypen. Wie gesagt, das hier ist die Basis aus dem zweiten Teil. Sozusagen, ja. Genau. Also aus der zweiten Mission. Und ja, die müssen wir jetzt halt wieder aufbauen. Und Jeep, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ah! Das musste doch nicht sein. So, ich tauere mich hier mal zu. Weil die russischen Panzer werden uns jetzt... Ah, ich kann eine Waffenfabrik bauen. Stimmt. Dann mach das mal. So, wir brauchen nämlich auch definitiv Panzer. Die Flugzeuge... Hat er da. So, die Flugzeuge hier gehen mir richtig auf den Sack. Deshalb... Schieß ihn ab, komm. Ja, zack. Wenn er das nächste Mal kommt, sind die fertig. Und ja, wie gesagt, der Arzt, der heilt jetzt erstmal ein bisschen. Oder auch nicht. Wo ist der Arzt? Wo ist der Arzt? Na egal, komm. So, dann baue ich mal weiter hier diese Raketentypen. Und ja, die Waffenfabrik ist fertig. Sehr schön. Und direkt Panzer bauen. Direkt leichte Panzer bauen. Das sind unsere ersten Panzer hier mit den Alliierten. So, seht ihr das? Die Flugzeuge haben wir schön abgeschossen jetzt. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, baue ich mal weitere Geschütztürme. Weil, wie gesagt, die Bunker sind gut gegen Infanterie, die Geschütztürme sind gut gegen Panzer. Und jetzt habe ich hier den ersten Teil Panzer. Und mit dem mache ich erstmal schon mal ein bisschen Radau. Konstruktion abgeschlossen. Weiter geht's, immer weiter bauen. Ah, Moment, ich baue erstmal einen zweiten Sammler. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigere. Erstmal um die Finanzen kümmern. Genau, so. Den einen Panzer hier, Moment mal, ich habe ja schon mal einen Panzer gebaut, den nehme ich mal zum Erkunden. Das war noch so ein Mini-Knallfroschpanzer. Die machen nicht viel wirklich Schaden, aber die sind halt schnell. Aber irgendwie hängt dieses Spiel manchmal. Und manchmal sind die Bewegungen sehr abgehackt. Ich muss noch mal gucken, ob ich das nicht vielleicht sogar abändere im Leulo, weil die Quali... Ja, in dem Spiel... Oh mein Gott, was ist das denn? Ah, jede Menge Grenadiere hier. Zack. Ah, der will meine Waffenfabrik haben, der Penner. So ist das. Gut, dann geht mal wieder runter hier. Wo ist mein Panzer? Da ist der Panzer. Ich denke mal, ich werde in der nächsten Aufnahme den Aufnahmemodus vom Leulo ändern. Es geht ja gar nicht, dass das hier so rumhängt, ne? In Ordnung. So. In Ordnung. Ich glaube, die Mission spiele ich noch und dann mache ich auch schon den nächsten Part. Wie gesagt, Aufklärung ist alles in solchen Strategiespielen. Deshalb, ja, werde ich jetzt erstmal hier erkunden. Und hier kann man auch auf der Karte navigieren. Das heißt, ich schicke den jetzt mal hier oben hin und dann klärt er für uns da auf. So, weiter geht's. Werkstatt kann ich bauen. Das mache ich mal. Bestätigt. Ah, Moment. Nee, stopp. Ja, Sir. Ja, der Panzer, der hängt da jetzt fest. Ja, der zweite Sammler kann hier jetzt erstmal direkt... Komm, fahr die Platz. Ah, hier sind auch die Geräusche anders. Hört mal. Ah. Fahr den mal platt, komm. Ah, was macht der da? Du sollst den platt fahren. Schade. Ich dachte, man kann da... Egal. Wo ist der Panzer? Oh. Was ist denn hier los? Ich hab kein Geld mehr. Was ist denn... Hallo? Wo ist mein anderer Sammler? Habe ich nur noch den einen? Nee.
Alles klar, sehr schön. Bringt mal die Kohle an. Oha, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's aber schneller. Irgendwie, also... Irgendwas ist mit dem Spiel komisch, wegen diesem Aufnahmemodus vom Loilo. Ja, ah, da kommt der erste Russenpanzer. Die sind heftig. Guck, das ist, die sind nämlich... Dieser kackeinfache Panzer von denen ist stärker als alle unsere Einheiten. Und das ist doch mal mega unfair, ey. Wahrscheinlich geht jetzt die Energie drauf. Wird gebaut. Ah, ne, passt sogar noch. Ja gut, dann geht ihr mal hier hin. Abgeschlossen. Und dann mache ich mich auch gleich auf den Weg schon mal zur gegnerischen Basis. Wird gebaut. Aber erstmal nochmal Geschützturm bauen. Sehr gern. So, würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Stress hier, oder? Sehr gern. Wenn du mich immer stresst, kann ich das auch, blöder Russe. Sofort. Nein, Russen sind nicht blöd. Russen sind cool. In Ordnung. Aber nur halt hier in dem Spiel. Warum fahren die da oben her? Mensch. Na, ist egal. Sehr gern. Ich glaube, die... Nein, da ist schon... Da, oh, zwei Stück von denen. Scheiße. Ja, die sind nämlich heftig, ey. Schaut euch die mal an. Sofort. Ne, die hauen wieder ab, okay. Was denn, was denn? Ah, hier. Ja, ah, was? Ah! Was war der denn? Oh mein Gott! Nein! Oh Gott, Sammler, komm her! Fahr die, überfahr die, komm! Ah! Nein! Überfahr die, komm! Oh, sehr schön. Und den auch. Ah, oh. Oh, mach den kaputt! Um Gottes Willen, mach den kaputt! Mach den kaputt! Oh Gott, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Scheiße! Die machen hier auch die anderen Panzer kaputt. Ja, das ist gut. Okay. Boah, es wird schon ein bisschen härter. Noch ein Geschützturm. Okay, dann... das war mir eine gute Warnung. Ich sollte mich doch erstmal hier absichern. Das ist doch definitiv besser. Wird gebaut. So. Konstruktion abgeschlossen. Noch einen hier hin, dann noch ein Geschützturm. Aber wisst ihr was, ey? Ich schau hier mal einen Bunker hin. Dann ist hier erstmal Ruhe mit diesen scheiß Minniken. Wird gebaut. So, zack. Reparieren. Ah, ich hab kein Geld. Ah! Was? Oh. Okay. Shit. Fahr da hin, los! Bunker. Egal, komm. Jetzt fahr da hin. Ja, die ist kaputt. Oder? Ah, ne, muss nicht sein. Ne, die ist nicht kaputt. Jetzt geh da hin. Geh da hin, die muss ich auch absichern. Oh, Mann. Gestoppt. Komm. Nein. Ah, scheiße, Beute verloren. Penner. Okay, hier muss ich auch absichern. Alles klar, hier muss ich auch absichern. Gut, dann... Wird gebaut. Geschützturm. Heieieieiei, okay. Wird gebaut. Hier habe ich noch einen Minensäger, das ist ein Minenschlosser. Das heißt, Panzerminen. Oha! Bestätigt! Bestätigt! Alter, was ist das? Hier sind so komische Bugs drin in dieser Version. Bestätigt! Wie gesagt, ich muss das nochmal im Loilo abändern. Bestätigt! Ich glaube, danach wird das ein bisschen besser laufen. In Ordnung! So, dann mache ich hier jetzt nochmal zwei Geschütztürme hin, damit ihr mir auch ja nicht mehr auf den Sack geht da. In Ordnung! Dann geht ihr mal dahin. Bisschen weiter erkunden noch. Und ein Panzer schon mal bauen nochmal. Ein paar Knallerbsenpanzer. Ah, nee. Strom vergessen. Egal. Und was? 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 Ich sehe doch nichts wegen der Energie, Mann. Das ist unfair. Aber die Sammler sind in Sicherheit. Das kann es nicht sein. Ja, Sir. Sag mal, wie wär's denn, wenn ihr erstmal hier vorne aberntet, hä? Melde mich wie befohlen. Hä? Moment mal, wie kann denn Erz unter dem Bunker abgeschlossen? Unter dem Bunker wachsen? Das ist ja sehr interessant. So, da ist das Radar wieder. Wer hat eben geschossen? Wer hat hier eben geschossen? Naja, egal. So, dann rüsten wir uns mal weiter auf Verteidigung hier. Die Panzer sind mir eben richtig auf den Sack genommen da oben. Die haben mir sogar meine Werkstatt geplättet, ja. Aber gut, sagen wir es mal so. Werkstatt brauche ich jetzt nicht so unbedingt. So, dann komm, dann. Einheit bereit. Schneller, ja,
du kannst bitte hier sammeln und du sammelst bitte hier. Sammel bitte in der Nähe. Und mach nicht so wilde Aktionen. So, ich glaube, dann kann ich mich jetzt mit auf Panzer konzentrieren. Sofort. Gut, dann machen wir das. Ja, Sir, in Ordnung. Oh yeah, der Hellmarsch. Sofort. Ja, das ist so eine Musik aus Command & Conquer, die auch teilweise heutzutage noch verwendet wird, und zwar für Videos. Ja, ich habe vorletzte Woche ein YouTube-Video von dem chinesischen Militär gesehen und da wird auch diese Mucke abgespielt, also schon geil, ja. Warum sind hier nur drei Silos? Das gefällt mir nicht. So. Genau, das ist so die typische Command & Conquer-Mucke. So, ja. Genau, der nimmt noch auf, wunderbar. Ja, genau. So, dann machen wir mal ein bisschen. Der zerflammt immer, ist mir scheißegal. Ich mache aber ein bisschen Stress, komm. In Ordnung. Bisschen Stress machen. Ja, dann. Auf den Grenadier! Zack. Und zack, zack. So. Dann warten wir mal auf den Sammler. Sehr gern, sofort. Wo ist der? Ah, Moment. Da oben ist der Sammler. Ah, gut. Ja, dann hier auf den Panzer, komm. Ah. Sofort. Ja, das sind nämlich diese ultra heftigen. Das ist der scheiß normale Panzer. Nein! Oh, Gott sei Dank. Weil die fahren einen gerne platt. Ja, komm, egal, scheiß drauf. Einfach drauf hier, komm. Nein! Da seht ihr mal die Kraft des Flammenturms. Aber wir haben ihn platt gekriegt. Auf die Waffenfabrik, komm, damit er keine Panzer mehr bauen kann. Komm, 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 weiter, weiter, weiter. Yes! Sehr schön. Uiui, was geht denn jetzt ab? Hallo, hallo. Hä? Was ist denn jetzt los mit der... Hallo? So. Manchmal geht das Spiel voll ab. Egal, mach noch das Silo hier kaputt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen ankratzen, komm. Ja, sehr schön. Sehr geil. Haben wir schon mal ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich hoffe, der baut es eh wieder auf. Weil er noch seinen Bauhof hat. Naja, egal. Dann sammle ich mich jetzt für einen fetten Angriff. Ich glaube, hier ist der Sammelplatz. Hier kann man nämlich keine Sammelplätze auswählen. Das geht nicht. Ah! Was willst du mit meinem Sammler, du Penner? Geh mal nach Hause, komm. Komm mal schön in die Geschütztürme rein, ja. Sehr schön. Ah! Alles klar. Dann reparieren. Reparieren und neu bauen. So. Ah, Moment, da könnten noch ein Bunker helfen, vielleicht. So, Bunker. Ich baue die normalen erstmal, weil die sind billiger. Ich brauche im Moment erstmal jeden Cent für Panzer. Und ja, genau. Der ist fertig. Den tun wir einfach mal hier hin. So. Und dann hätten wir es auch erstmal mit dem Basisbau. Dann fokussiere ich mich jetzt wirklich auf Panzer. Beziehungsweise auf Mini-Knallerbsenpanzer. Ja, eine interessante Sache gibt es noch zu sagen. Und zwar, es gibt ja noch den das Tiberium-Universum bei Command & Conquer. Genau. Warum gibst du nicht ab? Ah, du warst auf den. Okay. Genau, es gibt noch das Tiberium-Universum und da gibt es teilweise die gleichen Einheiten, also das hier. Diesen Panzer. Diesen kleinen Mini-Panzer. Gibt es auch in dem Teil. Bei dem Teil gibt es halt zwei Fraktionen. Einmal GDI, einmal Nord. Und beim Tiberium-Konflikt, das ist noch der Teil, der hier vorspielte, ist das hier der Nord-Panzer. Die Faust von Nord heißt der, glaube ich. Genau. Und ja, die haben teilweise Einheiten übernommen. Auch dieses Gebäude hier, dieser Geschützturm, gibt es auch bei der Bruderschaft von Nord. Nennt die sich. Und ja, das ist mal so ein interessanter Funfact zu dem Spiel. Gut, dann heißt jetzt quasi eigentlich nur noch aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten für den großen Gegenschlag. So. Was ist das denn? Geisterhaus. Das ist ja wie so eine Geisterhausmucke. Naja. Jetzt mal weiter. Jetzt ist das Spiel wieder auf Hyper-Turbo-Modus. Ey, 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 ey. Ich
Ich weiß auch nicht. Nee, ich wechsle definitiv den Aufnahmemodus. Zumindest sehen wir jetzt schon mal, was hier abgeht. Jetzt ist sein Sammler nämlich hier. Einheit. Ja, ich wechsle den Aufnahmemodus. Das bringt ja auch nichts, hier mit Voll HD aufzunehmen, wenn das Spiel selber nur 800x600 hat oder so. Das macht einfach keinen Sinn. Gut, dann weiß ich das jetzt auch. Dann ändere ich das beim nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wenn wir 20 Panzer haben, gehe ich ihn mal besuchen. Habe ich mal ein schönes Geschenk für den. Und du kannst mal hier sammeln, Mensch. Sammelt doch nicht immer in der letzten Ecke. Wird gebaut. Das muss alles schneller gehen. So. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weil die Mucke geht ganz schön ab hier. Ja. Schon geil. So. Ja, wie gesagt, es gibt noch einen anderen Kammer-Konkert-Teil, aber es gibt noch viele Teile. Aber den ersten Teil werde ich wahrscheinlich nicht zum Laufen kriegen, weil das doch eine DOS-Version ist. DOS-Spiele kann ich, glaube ich, nicht mehr spielen. Leider. Und ja, genau, es gibt noch so ein paar Story-Twists in diesem Spiel. Allerdings werde ich die halt aufklären, wenn sie vorkommen. Ja, genau. Ja, würde ich sagen, ist das jetzt der letzte Panzer. Die Mucke hat auch so schön gepasst, so zum Aufrüsten. Schöne Hellmarsch. Einheit bereit. Und ja, genau. Dann machen wir mal alles platt, weil das ist ja hier das Missionsziel. Melde mich wie befohlen. So, dann seid ihr mal Gruppe 1. Infanterie brauche ich nicht. In Ordnung. Dann los, vorwärts! Dann mal los. Eine Spielzeugpanzer. Ja, das ist teilweise das Arsenal der Alliierten. Ist schon wirklich unterlegen, muss man wirklich sagen. Das von den Russen. Hört ihr dieses Geräusch? Dieses... Das hört sich in der deutschen Version anders an. In der deutschen Version hört sich so an, als würde man einen Code da so umdrehen. Wird gebaut. So komisch so. Aber hier hört sich wirklich wie Menschenkörper an. Bestätigt. Genau, das ist auch noch so ein Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Version. Und ihr sollt jetzt bitte nicht außen rum gehen. Mensch. Bleibt doch hier. Ah, da sind zwei Panzer. So, komm, los geht's. Und los geht's, komm. Wo fährt der denn wieder hin? Was macht der? Ja gut, dann ist egal. Komm, dann macht man hier den platt. Und dann macht man hier den noch platt. Ja, diese Geschwindigkeitsschwankungen, das ist schon echt extrem. Also, ist schon echt extrem. Egal, so, komm. Dann. Eine Besonderheit gibt es hier noch. Und zwar einmal den Sammler angreifen und der schickt alles, was er hat. Das werden wir jetzt sehen. Jetzt kommen alle seine Einheiten. Weil da kannst du überhaupt nicht leiden. Seine Sammler killen. Fahr den mal platt. Fahr den mal platt. So, so. Und rein da. Vernichtet ihn. So. Weg mit dem Flammenturm. Und weg mit dem Scheißsammler, damit er ja keine Kohle mehr kriegt. So. Haben wir den schon mal erledigt? Komm schon. Nee, komm. Den werdet ihr wohl noch kriegen. Ja, sehr schön. So, jetzt diese nervigen Panzer hier. Ich würde meinen Mini-Panzer nehmen, gegen die fetten Doppelpanzer da. Ja. Alter, der baut die ganze Flammentürme nach. Zack, und tschüss. Und weg damit. Und weg mit der Waffenfabrik. Komm. Und weg mit dem Bauhof. Mach den Bauhof platt. Da ist das Wichtigste. So, fahr die mal platt, komm. So, zack. Und das war's. Er kann nichts mehr machen. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, wenn möglich, immer auf den Bauhof zuerst gehen. Also, hier noch eine Besonderheit. Er verkauft immer direkt alles. Wenn er kein Produktionsgebäude mehr hat, verkauft er alles. So. Ja, das schon mal erledigt. Fahr den platt. Genau. Fahr den platt. So. War es das jetzt? Naja, da kommt hier noch mit diesem einen Mannequin. Einsatz erfolgreich. Das war's. Ja, das wär's gewesen für die Mission. Sehr schön.
so genau sah das nicht aus, aber Effizienz 0% Scheiße. Oh Mann. Na gut. Doppelt so viele Einheiten gekillt, das ist immer gut. Das eine verlorene Gebäude ist halt die Werkstatt gewesen. Ne? Aber sonst gar nicht mal so schlecht. Okay, schauen wir mal weiter. Die haben jetzt hier ganz Deutschland eingenommen. Und warum gehe ich jetzt... Ah, ich habe hier drei Möglichkeiten. Wir gehen voll nach Russland rein, okay. Nehme ich mal die Linke. So. Government leaders have abandoned the capital and are now hiding in exile. Information out of occupied Athens has been sporadic, but Soviet forces are indeed in control of the capital, as well as much of the outlying territories in Greece. In the city, fighting among Allied and Soviet troops continues, but the Allied death toll is rising rapidly. Now it remains to be seen if Allied forces will be able to weather this onslaught intact. Reacting to this latest assault, Allied diplomats led the United Nations in a 281-7 vote that, in approving a unique military funding initiative, aimed at increasing global Allied support. This proposal calls for the formation of a global defense agency to be temporarily established in an as yet unnamed European capital. Indeed, in control of the capital, as well as much of the outline. Sounds bad, does it not? Well, it is. But Stalin has just written his obituary. At last, this will help us galvanize the rest of the world against him. Yes, we have lost Greece. But we are not out just yet. Stalin may think so. But if we can continue to counsel the talents of commanders like yourself, we will come through this war on top. My old friend... One of Tanya's men. She found something. But Russian security agents have captured her. They will almost certainly take her back to Moscow. We must get her back. She has vital information on the Iron Curtain project. That information could help tip the scales in our favor. Let him clear his head. In this state, he is of no use to us. The Soviets currently hold Tanya near Grodno. The prison is well guarded, but a supply truck from a nearby Soviet base runs to the facility several times a day. If your spies can infiltrate the war factory, they may be able to hitch a ride into the prison compound. Once you have found Tanya, get her out of there any way you can. Such a pretty face. Where is Professor Einstein? I was hoping you'd say that. I'm afraid the effects are quite permanent. Wow, krasse Cutscene. Das Ende von der Cutscene gibt's auch so in der deutschen Version nicht zu sehen. Also in der deutschen Version sieht man nur, wie der Typ ohnmächtig wird. Beziehungsweise es wird abgeschnitten, wenn er sich die Spritze aus der Brust holt. Aber schon eine krasse Szene. Und ja, wir haben eben die Global Defensive Agency gehört.
die GDI. Ja, das ist mit ein Hinweis auf das Tiberium-Universum bzw. den Tiberium-Konflikt. Noch sehr interessant. Und ja, dann schauen wir mal, was da noch weiter passiert. Und Freunde, wie wir jetzt Tanya befreien aus diesem Gefängnis und sie da rausholen, das würde ich sagen, sehen wir es erstmal beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like oder Abo da. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.